Okay, hallo, herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung hier im Medientheater im Pergamonpalais der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Vintage Computing Festival 2015 neigt sich dem Ende. Man sieht draußen schon die Leute aus einpacken, nicht auspacken, einpacken. Verschiedene sind auch schon weg, also im Analogrechnerraum ist es schon richtig leer. Und deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen, jetzt nochmal Resümee zu ziehen und uns zu bedanken. Ich habe die Ehre, die ersten Worte an euch zu richten. Also bedanke mich schon mal jetzt ganz herzlich, auch im Namen von Professor Ernst, der den Lehrstuhl für Medientheorien hier an der Medienwissenschaft innehat. Und der Lehrstuhl für Medientheorien ist sozusagen mit mir als seinen Stellvertreter der Veranstalter, Mitveranstalter der, des Festivals. Wir haben das ja letztes Jahr begonnen, hier zu machen im Pergamonpalais und haben festgestellt, also jetzt dieses Jahr, dass es einiges routinierter abläuft. Man hat so ein paar Erfahrungen gewonnen, die was man besser macht, was man anders macht, was man nicht mehr macht. Es hat vor allem auch ein paar spontane Unplanungen gegeben. Jetzt bei mir zum Beispiel im Game Room, der ist nur halb so groß geworden, wie ich es ursprünglich geplant hatte, weil wir in diesem Raum hier eine Tagung hatten. Gestern, die dafür gesorgt hat, dass die anderen Talks in dem Raum neben dem Game Room stattfanden. Ich hoffe mal, dass die Sprecher und die Zuhörer nicht allzu stark gestört wurden durch die Spieler. Draußen hatten wir erst noch so eine Spielstation mit Trampel aufgebaut. Die haben wir dann mal kurz außer Betrieb gesetzt, damit die Talks davon nicht gestört werden und haben die dann in den Raum reingeschoben. Ja. Die Tagung, die hier gestern stattgefunden hat, Time After Time, Zeitgeschichten des Computers, ist sehr gut angenommen worden. Wir waren überrascht über die vielen Zuhörer, die hier waren. Erst war es ein bisschen weniger, aber das lag wahrscheinlich daran, dass sie eben sehr früh begonnen hat mit 9 Uhr. Aber dann wurde sie immer stärker, so gegen Mittag, und nach der Mittagspause hatten wir im Prinzip fast immer volle Ränge. Also auch bei den beiden amerikanischen Talks, die wir hatten, hat mich das sehr gefreut. Lee Felsenstein hat sich vor 3 Tage, bevor das VCFB begonnen hat, ja bei mir entschuldigend an mich gewandt und hat abgesagt, dass er nicht kommen kann, weil er berufliche Verpflichtungen hatte, und hat dann aber den Talk hier per Skype gemacht, und der war sehr gut und auch sehr lebhaft besucht und hat hinterher auch noch ein bisschen Frage und Antwort gemacht, auch wenn es wie bei anderen Talks auch nicht allzu viele Nachfragen gab. Ja, nächstes Jahr werden wir das wohl wieder genauso machen. Also es soll wieder eine Tagung geben. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, es wird um ein weiteres Jubiläum gehen, nämlich nächstes Jahr im Frühjahr wird das Programm ELIZA 50 Jahre alt. Und da würde ich ganz gerne etwas dazu machen, also zu ELIZA selbst und zur Frage von Computersprechen, Intelligenz und Kommunikation mit technischen Geräten. Mal schauen, wer sich da alles auf dem Tagungsprogramm findet. Aber diejenigen, die sich das anhören oder die hier sitzen, können sich ja schon mal was ausdenken. Vielleicht auch ein ELIZA-Programm für ihren eigenen Rechner mitbringen. Da kann man die Rechner ja mal miteinander chatten lassen. Gut, soweit erstmal von meiner Seite. Ich denke, jetzt kommt Anke mit Statistiken und mit Danksagungen, aber wir werden dann das Weitere hier gemeinsam noch durchziehen. Ja, danke Stefan. Ich bin Anke, ich bin von dem zweiten Mitorganisator von der AFRA. Das ist ein Hackerspace und steht für Abteilung für Redundanzabteilung. Vielleicht habt ihr diese Aufkleber mit dem lustigen Pinguin mit den redundanten Flügeln am Eingang gesehen. Das ist unser Logo, unsere Webseite afra-berlin.de. Guckt es euch gerne mal an. Ja, falls ihr euch gewundert habt, wer wir sind ein Hackerspace, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Es gibt uns seit ungefähr Ende 2012. Wir haben um die 25 Mitglieder, die meisten Studenten, aber auch einige Ältere. Wir haben 50 Quadratmeter Räume in Lichtenberg. Da steht normalerweise auch die Lötwerkstatt, die ihr vielleicht im Sofaraum gesehen habt. Kann man viel basteln. Ja, wir sind hier Mitveranstalter neben dem Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft. Und wir wollen uns einmal ganz herzlich bei dem Institut und insbesondere bei Stefan bedanken, dass wir das hier alles machen durften. Vielen lieben Dank, das hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe ein paar Statistiken für euch. Und zwar haben wir diese Veranstaltung durchgeführt auf ungefähr 700 Quadratmetern. Wir hatten 35 Ausstellungen und dazu noch den Game Room, wo man spielen konnte. Wir hatten dieses Jahr eine Sonderausstellung zu Analogrechnern. Das sind ganz besonders interessante alte Geräte, die man fast nie zu sehen kriegt. Nicht einfach nur Heimcomputer, wie man sie oft auf diesen Veranstaltungen sieht, sondern mal was ganz anderes. Ich hoffe, ihr habt sie ausprobiert, ein bisschen programmiert durch Kabel stecken. Wir hatten
den Game Room, wo ganz viele, insbesondere auch viele junge Besucher, erlebt haben, wie man früher auf solchen Geräten spielen konnte. Wir hatten ungefähr 1000 Besucher dieses Jahr und wir haben eine Karte, da konnte man sich eintragen, wo man herkommt. Und ihr seht, wir haben aus ganz Deutschland und sogar aus der ganzen Welt Besucher gehabt. Größtenteils Europa, aber auch viele aus den USA. Ja, wir freuen uns, dass so viele Menschen den Weg zu uns gefunden haben. Wir hatten nicht nur Ausstellungen, wir hatten auch 9 Vorträge und 6 Workshops und dazu noch die Kurztagung mit weiteren 8 Vorträgen, die von der Medienwissenschaft organisiert wurde. Die Vorträge wurden alle gestreamt und die meisten Streams, die Mitschnitte sind auch schon online verfügbar auf mediaccc.de und das hat das VOG gemacht, unser super tolles Videoteam. Außerdem hatten wir am Samstagabend hier in diesem Raum eine Party. Die haben wir zusammen überraschend veranstaltet mit Hackaday, die hier waren für die Maker Faire und für das Vintage Computing Festival. Da haben wir sehr, sehr lange hier gesessen und getanzt und getrunken und die Chiptune-Musik von Thunderbird and the Wright genossen. Und wir hatten auch ein paar Sachen, die man selber basteln konnte. Wir hatten wieder Lötworkshops für Kinder. Da wurden über 40 Lötworkshops gebastelt und Kindern das Löten beigebracht. Was wir noch haben, ist dieses hübsche gedruckte Programmheft. Ich hoffe, ihr habt alle eins bekommen. Ansonsten gibt's das auch online, sogar nochmal aktualisiert. Auch von den letzten Jahren könnt ihr alles auf vcfb.de finden. Könnt ihr alles nachlesen zu den Vorträgen und Ausstellungen, die ganzen Texte, falls ihr irgendwas noch mal nachgucken wollt, ist alles online. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem besonders spannenden Teil, und zwar der Besucherpreis. Ich gucke gerade, ob unsere Preisempfänger schon da sind. Naja, ich hole erstmal den Zettelkasten. Werden die Gewinner geholt? Wen suchst du denn? Jakob Brüder? Hi. Ist Oskar da? Ja. Ja. Gut. Wir hatten ganz viele Besucher, die abgestimmt haben. Wir hatten ungefähr 130 gültige Stimmen. Und davon haben belegt den 2. Platz mit 13 Stimmen die Ausstellung 8, Sprachausgabe und Zeichenmaschine am CT86. Heinz und Helmut Jakob. Euer Preis ist diese hübsche IBM Terminal-Tastatur. Müsst ihr euch teilen. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und den 1. Platz mit 16 Stimmen hat belegt die Ausstellung Nummer 23, PDP 8 und Kim Uno, Replikas von Klassikern selbst gebaut. Der Oskar Vermeulen. Von deinem Preis trage ich nur mal den leichten Teil nach vorne. Ein VC20. Super. Mit Monitor und Tastatur und allem Netzteil, alles, was dazu gehört. Viel Spaß. Danke. Und unter allen, die teilgenommen haben, wird jetzt noch was verlost. Ich brauche mal meine Glücksfee. Seefischer. Ich muss mir die Augen zuhalten, aber du hast keine Handschweine. Dann guck. Ich mach das nochmal.
Ja, unseren Preis hat gewonnen Yvonne. Ein bisschen schwer zuzuordnen, aber wir haben eine E-Mail-Adresse von ihr. Sie hat gewonnen. Yvonne, bist du da? Ein Kim-Uno-Bausatz, passend zu unserer tollsten Ausstellung. Einmal was zum Selberbasteln. Werden wir ihr dann zuschicken. Ja, dann würde ich mich jetzt gerne nochmal bei allen möglichen Leuten bedanken. Insbesondere nochmal an dieser Stelle ganz vielen herzlichen Dank an die HAU Berlin, die Medienwissenschaft und insbesondere Stefan Höltgen. Vielen Dank. Außerdem möchte ich mich gerne bedanken beim Chaos Computer Club, der uns wieder das Material an Stromtechnik und Stellwänden und allen möglichen zur Verfügung gestellt hätte, ohne den wir das gar nicht hätten machen können, weil wir gar nicht die Kosten für die Miete hätten bezahlen können. Vielen Dank, CCC. Dann auch nochmal ein dickes Danke an das tolle Team vom VOG, das so super schnell war und die meisten Vorträge schon alle released hat. Alle! Wow! Und vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir dieses Jahr keine Lochkarten als Eintrittskarten haben, sondern wunderhübsche gedruckte Eintrittskarten auf einer auch klassischen Maschine gedruckt. Die hat gedruckt der Philipp Hachtmann. Ja, vielen Dank auch an ihn. Doch eben, ganz zum Schluss hatten wir einen Stromausfall, aber nur die PDP 8. Ja. Dann möchte ich mich auch nochmal bei allen anderen Ausstellern, die da waren, bedanken, bei allen Vortragenden, Workshopleitern, bei den Musikern, die hier so lange durchgehalten haben, bei all den Besuchern, die hoffentlich hier auch so viel Spaß hatten wie wir. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und ganz vielen Dank auch an alle unsere freiwilligen Helfer, die das ganz super hinbekommen haben. Wir haben mich hier eigentlich gar nicht gebraucht. Das lief alles super toll. Vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich. Und danke auch an alle anderen, die ich noch vergessen habe. Da waren bestimmt noch viele. Ja, hier ist es jetzt vorbei, leider mal wieder. Aber wir sind ja nicht die einzige Veranstaltung. Der Hans Franke ist leider gestern schon gefahren, aber der veranstaltet auch nächstes Jahr natürlich in München wieder das VCFE. Das wird diesmal sein am 30. April und 1. Mai 2016. Kommt alle vorbei, bringt eure tollen Projekte mit. Ja, zu nächstem Jahr hat Stefan ja schon was gesagt. Wir wollen es auf jeden Fall wieder machen. Wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt. Es hat uns ganz viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank, dass ihr alle da wart und ich hoffe, wir sehen euch im nächsten Jahr wieder.